Major Mind Concepts, the ultimate breakthrough radio show. Mindset tuning, personal growth, how to reach financial and time freedom. Find your passion. You are awesome. You are really special. You've balls to the wall to surf the highest waves with us. Welcome to the Life Changing Podcast. We bring the thoughts and ideas of the greatest and the most successful leaders in our society into our squad. Morgan Bisdu Millionaire. Just kidding, bro. It's hard work, but it's absolutely worth. Join our MMC squad and see your future success become reality. Ja, hi, grüßt euch. Markus Hetznicker, mein Name. Wir sind hier bei Major Mind Concept Radio. Unser heutiger Gast ist Manuel Gonzalez. Er ist Visionär, Unternehmer, leidenschaftlicher Socializer und vollgespickt mit Lifehacks. Was das heißt, wird uns gleich selber erklären. Herzlich willkommen, Manuel, grüß dich. Freut mich, hi. Cool, dass ich hier sein kann. War jetzt nur mal ganz kurz so angeteased, einfach mal, was du so machst. Jetzt würde ich natürlich grundsätzlich deine Geschichte erzählen. Erzähl doch einfach mal mehr über dich und dein Business, was du so machst. Voll gern. Soll ich ein bisschen weiter in der Vergangenheit anfangen? Damit sehr gerne. Also ich glaube, dass womit sich vielleicht der ein oder andere identifizieren kann, am besten sogar ist, dass ich in der Schule Probleme hatte, Schüler zu sein. Und zwar der Schüler, der man sein sollte. Weil ich bin ziemlich extrovertiert. Und ich bin sehr schnell gelangweilt gewesen davon, ruhig zu sitzen und nichts zu machen und entweder zuzuhören oder irgendwie zu schreiben. Und das Problem war, dass ich damals gedacht habe, das System ist kaputt. Andersrum, dass ich kaputt bin und nicht ins System passe. Ja. Aber was ich tatsächlich gemerkt habe, ist nicht, dass ich kaputt bin und nicht ins System passe, sondern dass das System einfach kaputt ist und dass vielleicht da irgendwo mehr meine Wahrheit zumindest drin liegt. Absolut. Und das, was passiert ist, dass ich das aber noch nicht ganz aufgegeben hatte, sondern dass ich danach dann auch noch gesagt habe, gut, ich versuch's mal, habe erstmal eine Klasse wiederholt, die siebte, musste dann nach der achten Klasse die Schule sogar verlassen, habe meinen, ohne Hauptschulabschluss irgendwas, bin nicht von der Schule geflogen auch, habe dann meinen Hauptschulabschluss nachgeholt, habe meine mittlere Reife nachgeholt, habe mein Abitur nachgeholt noch auf Umwegen und habe mit 21 erstmal einen Abschluss gehabt, mein Abitur, weil ich einfach so große Umwege gemacht habe, um dann, während ich dann tatsächlich studiert habe, zu merken, das ist doch auch nicht besser als die Schule. Ich dachte, ich weiß nicht, ob du vielleicht American Pie gesehen hast, ja, aber als ich American Pie gesehen hatte, so mit 16, dachte ich so, damn, du musst unbedingt studieren. Das ist geil, High School. Ja, oder? Ja. Es ist einfach Brüste, Alkohol, Feiern und irgendwie so. So habe ich mir einfach vorgestellt, so muss das Studieren sein. Habe ich studiert, es war auch zu guten Teilen so, ehrlicherweise. War es ehrlich? Ja, in Deutschland? Ja, ja. Aber ich war sogar in einer Studentenverbindung, wo ich dann aber auch leider nicht ganz reingepasst habe und auch rausgeflogen bin, tatsächlich. Okay. Und dann habe ich irgendwann mal für eine Agentur gearbeitet. Also du merkst, es drückt sich so ein gewisses Schema F aus an der Stelle. Ich bin von der Schule geflogen, bin dann aus der Studentenverbindung geflogen, habe dann in der Uni tatsächlich angefangen, für eine Agentur zu arbeiten, bin da rausgeflogen, habe dann in einer komplett anderen Richtung für eine andere Agentur gearbeitet, weil ich wollte damals Unternehmensberater werden. Und ich weiß nicht, ob du solche Unternehmen wie McKinsey, Bain Consulting und Boston Consulting Group zum Beispiel kennst. Das war was, wo ich gesagt habe, so geil, ey. Irgendwie, ich war schon immer jemand, der gern Sachen extrem macht und die Jungs, die da arbeiten und Mädels, die sind halt 18 Stunden am Tag Vollgas geben, smartest of the smartest und richtig Gas geben, so ist bei denen angesagt. Ich dachte so, fuck yeah, das willst du auch. Bin dann aus der nächsten Agentur rausgeflogen nach 6 Wochen und dachte so, das kann doch nicht sein. So, und hab halt währenddessen schon angefangen, so ein bisschen nebenher meine eigenen Sachen aufzubauen und gesagt, so Entrepreneurism irgendwie selbstständig machen oder Unternehmer werden und irgendwie was machen, womit man dann so sein Geld verdient. Das ist der Wahnsinn, habe ich irgendwie Bock drauf. Aber es ist halt auch wie mit so ziemlich allem, was man macht. Wenn du anfängst, bist du nicht direkt der Beste, sondern du machst halt erstmal die ganzen Fehler. Ja, das heißt, ich habe erstmal über Monate lang mir irgendwie so als Student nebenbei ein bisschen Geld verdient hier und da. Und es hat auch irgendwo immer mal wieder ein paar hundert Euro gebracht. Aber es waren halt niemals diese krassen Erfolge, die ich mir erhofft hatte. Es waren niemals irgendwo 100.000 mal eben schnell so einen Monat weggemacht und sowas. Das gab es einfach damals nicht für mich. Und das gab, was es aber stattdessen gab, war dann zum Beispiel in einer Phase, dass ich so wenig Geld hatte, dass ich ja tatsächlich beim Bäcker war und zum Bäcker gesagt habe, hey, ich habe einfach kein Geld. So, kannst du mir vielleicht einfach ein Brötchen geben oder sowas? Meinten die, ja, ich komme abends wieder. Und dann bin ich halt für 2-3 Wochen abends zum Bäcker gegangen, habe mir von denen ein Brötchen geholt, weil ich einfach kein Geld hatte. Ich hatte gar keine Knete. Ich hätte gar nicht gewusst, wovon ich hätte irgendwas bezahlen können. Und jetzt könnte man meinen, das war scheiße, aber es war auch irgendwie geil, weil es war auf der einen Seite ein Abenteuer und auf der anderen Seite war es aber auch wirklich
eine unglaublich lehrreiche Zeit, weil genauso wie damals, als ich von der Schule geflogen war ohne Abschluss und halt wirklich mit Leuten den Hauptschulabschluss nachgeholt hatte, ohne die Leute haben teilweise kein Deutsch gesprochen. Also sie haben wirklich, das waren Migranten zum Teil, die einfach gar kein Deutsch gesprochen hatten. In der Schule, in Mathe haben wir 1+1, ich mache keinen Scherz, wir haben wirklich 1+1 gerechnet damals und haben dann Tests geschrieben. Kannst du dir vorstellen, du sitzt einfach als, ich war damals 15, 16 Jahre alt, stellst du dir vor, du sitzt da und hast einfach einen Test vor dir, wo du das Wort Maus hinschreiben musst. Oder wo du 4+3 rechnen musst. Mhm. Wo du am Ende eine 1 bekommst und halt denkst, so, ja, danke. So. Und das Gleiche dann wieder, auch später in meinem Leben, immer wieder, wo ich gemerkt habe, so, holy fuck, ich verkacke immer wieder. Aber liegt es denn am System? Oder liegt es an mir? Oder liegt es vielleicht einfach an irgendwas, was ich nicht weiß? Und nachdem ich dann x-mal versucht habe, in irgendein System reinzupassen, und dann auch an diesem einen, in dieser einen Phase gar kein Geld hatte, dann ging es irgendwann dahin, wo ich gesagt habe, hey, ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt entweder nochmal was machen soll fürs System, aber das funktioniert nicht, oder ob ich was Eigenes machen soll, aber das bringt mir auch nicht das wahre Geld. Was machst du jetzt? Also habe ich zwei Sachen gleichzeitig angefangen, mich in dem Moment entschlossen. Ich mache einerseits das System, dass ich versuche, nochmal reinzupassen, weil da hat mir gerade jemand ein sehr gutes Angebot gemacht, wo ich hätte viele 1.000 Euro jeden Monat machen können. Und das andere war, zu der Zeit habe ich ein Unternehmen auch gestartet, wo ich gesagt habe, hey, das ist jetzt so der dritte Versuch oder ich weiß nicht mehr genau wie viel. Und jetzt muss es doch langsam mal hinhauen. Und dann kam halt das Krasseste von allen. Ich hatte dieses Unternehmen, da war ich zum Probearbeiten, bin reingegangen und bin innerhalb von einer Minute rausgeflogen. Oh, das ist Rekordzeit. Ja, also das ist auch, ich weiß nicht, ob das jemals schon mal irgendwem passiert ist, innerhalb von einer Minute rauszufliegen, aber ich habe es hingekriegt. Ich auch noch nicht gehört. Jetzt fragen sich die Leute natürlich so, wie hast du das denn gemacht? Und die Antwort ist, ich habe in dem Moment tatsächlich rein optisch nicht reingepasst. Und ach so. Wer jetzt vielleicht ein Bild von mir kennt oder ein Video, der weiß, ich bin an sich schon nicht so attraktiv, aber an dem Tag habe ich auch vom Stil her nicht so reingepasst. Ja, also der Punkt ist einfach, das waren alles Anzugträger, was ich nicht wusste vorher. Und ich hatte keinen Anzug an. Und dann bin ich halt sofort rausgeflogen, weil die meinen halt, so können sie hier nicht arbeiten, das ist hier, es muss repräsentativ sein, also bin ich da raus. Und was dann passiert ist, ist, dass ich rausgegangen bin und gesagt habe, okay, das ist ein Zeichen, das ist einfach ein Zeichen. Das ist Unternehmertum. Ja, ja. Und habe mich voll für das andere entschieden. Und das war dann eine der ersten Sachen, die auch wirklich Geld gebracht haben für mich. Und das sehr war krass, das war sehr krass. Und seitdem habe ich für mich gemerkt, ich brenne für Persönlichkeitsentwicklung, ich brenne dafür, nicht in den Systemen anderer Leute zu funktionieren, sondern mir Systeme zu bauen, für die für mich funktionieren. Ja. Und dann habe ich halt wenige Wochen später meinen ersten Mitarbeiter gehabt, hatte sehr schnell dann noch andere Leute, die mit mir oder auch für mich gearbeitet haben und immer wieder neue Marken auch generiert. Und jetzt bin ich gerade an einem Punkt, wo ich einige Marken, also ich habe zum Beispiel eine Marke komplett automatisiert, das ist Alltagsflirt, das ist Flirt-Profis, da bin ich noch drin, wenn ich das möchte, ich muss aber nicht, wenn ich nicht möchte. Das ist ein solides Geld, was da jeden Monat bei mir auf dem Konto landet und mir den Rücken frei hält, auch für andere Sachen. Ich bin in anderen Projekten gerade eingebunden, wie zum Beispiel, dass ich meine eigene Marke als Manuel González, dass ich meinen Namen vertrete. Das mache ich aber auch mit anderen Marken und wir sind zum Beispiel in der Konzeption einer Restaurantkette zurzeit. Und ganz spannend ist eben, dass all diese Sachen nur der erste Schritt sind, weil irgendwann in 10 Jahren habe ich das ja mal alles gemacht, aber dann ist die Frage, was mache ich denn in 10 Jahren? Und das will ich halt jetzt schon antizipieren, weil ich jetzt einfach schon weiß, was in 10 Jahren ungefähr erreichbar ist. Also gebe ich mir ordentlich Gas, in 10 Jahren bestimmte Dinge erreicht zu haben, um dann erst anzufangen, auf dem wirklichen Weltlevel zu spielen. Weil ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel an jemanden denken wie Elon Musk, der sieht nicht nur besser aus als ich, der ist auch noch viel intelligenter als ich und der weiß auch viel mehr als ich. Aber mal abgesehen davon hatte der auch einfach 20 Jahre mehr Zeit. Muss man natürlich und auch sehen. Ja. Diese 20 Jahre mehr Zeit, die er hatte, die sind ein ganz großer Unterschied zwischen ihm und mir. Weil in 20 Jahren weiß ich auch mehr. Und auch wenn ich vielleicht niemals Elon Musk werde, aber ich werde in 20 Jahren nicht mehr der sein, der ich heute bin. Und deswegen kann ich doch jetzt schon, Stephen Covey sagt das so schön, begin with the end in mind, einfach mit dem Ende schon jetzt planen. Also was heißt Ende, aber mit einem der Zwischenstufen schon planen. Also arbeite ich im Backwards Engineering die nächsten 10 Jahre rückwärts zurück und überlege, wo muss ich denn in einem halben Jahr stehen? Wahnsinnstipp, ja. Und kann dann halt entsprechend darauf hinarbeiten. Boah, sehr, sehr geil. Wahnsinn, genau, das ist ja eine Wahnsinns-Story, die du gerade ausgepackt hast, also wirklich stark. Da will ich jetzt auch gleich nochmal näher eingehen drauf. Aber hast du zuvor noch ein Erfolgszitat? Hast du irgendwie so ein Mantra, so ein Lieblingszitat, das sich so durch ein Leben gezogen hat, wie so ein roter Faden? Hast du was? Also es gibt sehr viele, die ich toll finde. Ich mag von Bruce Lee zum Beispiel, nimm, was dir nützt, lass weg, was dir nicht nützt und ergänze es um dein eigenes. Und es gibt einige Sachen, also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt festlegen müsste,
was so das eine Credo ist, so nachdem ich zurzeit lebe, dann ist es eigentlich, dass dir das Leben nichts schenkt, aber es gibt dir alles, wenn du es dir holst. Und egal, was du dir anschaust und ganz egal, was da draußen ist, alles wurde von Menschenhänden gebaut. Und alles, was passiert auf der Welt, war irgendwann mal eine Idee in irgendeinem Kopf von irgendeinem Menschen. Und der war wahrscheinlich nicht schlauer als du. Ja. Und deswegen liegt die Macht der Welt, alles, in deinen Händen. Mhm. Und es gab niemals eine geilere Zeit als heute. Ich meine, hallo, wir haben das Internet. Es war noch nie so leicht wie jetzt. Ja, also das Internet ist eine krassere Erfindung als Licht, ne, als Elektrizität. Das ist Wahnsinn. Das ist der absolute Hammer. Ja. Stark. Du hast es gerade gesagt, für dich war es auch mal schwierig. Ich meine, du bist gestartet, es hat nicht funktioniert. In der Schule hast du nicht reingepasst, im Studium nicht, Job, wurdest du rausgeschmissen. Jetzt zum ersten Mal, kommst du aus einer Unternehmerfamilie oder wie waren so deine äußeren Umstände, dein soziales Umfeld, als du gestartet bist? Und was hat sich dann verändert? Ganz tolle Frage, vor allem deswegen auch, weil meine Wurzeln sind nicht nur deutsch, sondern mein Vater ist tatsächlich Migrant, ist Kubaner. Und er hat meine Mom damals auf Kuba kennengelernt. Auch total die romantische Geschichte. Ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen. Er ist dann aber irgendwann ein paar Jahre später nach Deutschland gekommen. Dann bin ich auf die Welt gekommen auch. Und ich bin in einem Dorf mit 5000 Einwohnern ungefähr. Vielleicht kennt der ein oder andere Wöllstein. Ja, wer sogar gerade da wohnt, der wird sich vielleicht sogar freuen. Da bin ich aufgewachsen und habe dann da, meine Eltern haben sich früh scheiden lassen. Also ich war, ich weiß nicht, 2-3 Jahre alt. Mein Vater war und ist auch immer noch studierter Lehrer, und zwar Russisch und Spanisch, damals auf Kuba. In Deutschland hat er jeden Job angenommen, der ihn irgendwie hätte über Wasser halten können, als er hierher kam als Migrant. Und hat in einem Steinbruch gearbeitet, hat bei McDonald's gearbeitet und arbeitet jetzt in Frankfurt am Main am Flughafen. Und meine Mom war Bürokauffrau, schon die ganze Zeit. Und beide sehr, für mich, sehr, sehr, sehr tolle Menschen. Ich bin mit wenig Vaterkontakt aufgewachsen, mit mehr Mutterkontakt, aber niemals aus irgendeinem Unternehmertum gekommen, niemals aus irgendeinem Umfeld, wo es normal ist zu sagen, hey, man hat halt einfach mehrere Unternehmen und Mitarbeiter und all das, und das war niemals so. Ja, wo du das hättest lernen können, das meine ich, Also ich meine, das war, ich erinnere mich noch genau, als meine Mom gesagt hat, als ich die 7. Klasse wiederholen musste, so schlimm ist das nicht. Ich glaube, ich habe richtig krass geheult. Und dann hat meine Mama gesagt, hey, so schlimm ist nicht. Thomas Gottschalk hat auch die 7. Klasse wiederholt. Sondern er war so dieses Unerreichbare. Also nicht, dass wir uns an dem jetzt orientiert hätten, jeden Tag, guck mal, der Gottschalk ist so toll. Sondern in dem Moment war er einfach so weit weg. Weißt du, er hat so viel geschafft und er ist irgendwie so berühmt und alles. Und selbst jemand, der so viel Erfolg hat, wiederholt. Selbst dem ist es passiert. Genau. Ja. Und das ist sehr spannend, weil heute kenne ich halt Leute in dieser oder ähnlichen Größenordnung persönlich und kann ich jetzt natürlich nicht mit voller Sicherheit sagen, aber mache sicherlich mehr Geld als der ein oder andere, da den man vielleicht auch kennt aus den Medien. Und es ist aber nicht anders als damals. Also ich bin genau der gleiche Typ immer noch. So, ich bin vielleicht nicht mehr das Kind von damals, nicht mehr so viel zumindest. Aber hoffentlich noch ein bisschen. Ja, aber es ist so spannend, weil diese Distanz zu den Promis, diese Distanz zu Millionären, Unternehmern, irgendwelchen Leuten, die in den Medien stehen, das ist einfach alles total schwammig geworden. Früher war das so weit weg und jetzt ist es irgendwie so wie in den nächsten Raum zu gehen. Wieder von der Internet zurück. Ja, ist total, ist so total spannend. Ja. Ich meine, bei Snapchat alleine kannst du jeden Tag verfolgen, was macht der Promi, was macht, wo ist der? Sehr, sehr cool. Die zweite Frage war, was hat sich denn verändert? Du warst in dem Umfeld drin, bis jetzt, man sieht, in einem ganz anderen Umfeld, hast ja wirklich dein eigenes Unternehmen geschaffen. Was hat sich verändert, vor allem im Äußeren? Was hast du da geändert? Also irgendwann habe ich mal mich dazu entschlossen, dass es sicherlich eine ganz gute Idee sei, 50 Kilo abzunehmen. Dann habe ich das gemacht. Damals war ich noch, also ich bin heute noch übergewichtig. Damals war es aber richtig krass. Also ich habe auf, ich weiß gar nicht, 1,70 oder sowas habe ich 130 Kilo gebracht. So, das ist schon ganz schön saftig auch. Und da gibt es auch Bilder von mir, wo ich mit so riesigen 5XL-T-Shirts und sowas, also war schon krass. Und dann habe ich im gleichen Zuge, also es gab nicht dieses eine Event, aber es gab halt so viele Events, die aneinander geknüpft waren. Vielleicht war das Krasseste, was mich ausgemacht hatte, dass ich, als ich meinen Hauptschulabschluss nachgeholt hatte, gemerkt hatte, dass ich da nicht dazugehöre. Zu den Leuten, die mich in dem Moment umgeben hatten. Und ich wollte da unbedingt weg. Ja. Und gleichzeitig gab es aber danach immer wieder Folge-Events, die mich entweder
irgendwo zu einem gewissen Grad haben verzweifeln lassen oder inspiriert haben auch tatsächlich. Man sagt, der Mensch verändert sich aus zwei Gründen, entweder Verzweiflung oder Inspiration. Ja. Und ich habe von beidem in meinem Leben einiges gehabt, aber vor allem habe ich immer diesen Drive gehabt auch. Also ich hatte immer einfach Energie, ich hatte immer das Bedürfnis, was zu machen. Und das hat sich immer in irgendwelchen kreativen, systemfremden Lösungen ausgedrückt. Also ich habe immer komische Sachen gemacht auch, immer meine eigenen Lösungen auch gefunden irgendwo. Das war auch ganz spannend. Aber es ist schwer jetzt zu sagen, das war dieser eine Schlüssel. Also es gab nicht so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, hey, da ist der Groschen gefallen und da hat sich für mich alles verändert. Sondern es war so ein Weg praktisch, also kein Marathon. Also als du heute die Tür reinkamst, wusste ich muss alles geben. Das hat für mich, das für mich ein, wie Nassim Taleb sagt, Black Swan, ein unerwartetes, alles veränderndes Event. Nein, kleiner Spaß natürlich. Also ich kann es nicht sagen. Dachte ich mir schon, also ich meine, das hoffe ich doch. Nein, Wahnsinn. Was mich auch interessieren würde, du hast jetzt wirklich mehrere Unternehmen, wo du beteiligt bist oder selber erschaffen hast. Und da würde mich mal einfach einen Moment interessieren, in dem es richtig schwierig war. Nimm uns dann da mit in deine Schuhe. Einfach wirklich, oder erzähl uns eine Geschichte, da wo es mal wirklich schwierig war, ein Unternehmertum. Sehr gern. Also, es gibt viele Geschichten. Weißt du, es geht nicht nur nie alles richtig, sondern es geht eigentlich auch immer irgendwas schief. Also, egal was es ist, kontinuierlich irgendwas, was nicht richtig ist. Und das fängt damit an, dass wir, dass irgendeine Website nicht sauber funktioniert. Dass irgendein Kunde unzufrieden ist und irgendwie 3 Jahre später sein Geld zurückhaben will oder sowas. Und dann geht's auch noch um 7 Euro. Weißt du, so, also, es sind halt so Situationen und man sagt dann halt so, ja, ist egal, weißt du, aber es wurmt einen dann so ein bisschen, dass man denkt so, was hat der für eine Realität, dass dem jetzt das wichtig ist. Aber okay, ja, also sowas macht man dann. Mir ist das persönlich ganz wichtig, ich will von keinem das Geld behalten, wenn er unzufrieden ist. Das sind solche Sachen. Ganz krass, aber auch immer wieder, wenn zum Beispiel du vor Hürden stehst, das ist eigentlich das Schlimmste, und du dann alles dafür tust, um das zu lösen und um darüber zu kommen über die Hürden. Und dann merkst du halt in dem Moment so, damn, ja, wir sind auf einem guten Weg, wir sind auf einem richtig, richtig guten Weg. Du hast eine extreme Antizipation, du glaubst, jetzt ist das Problem gelöst, nächste Woche Montag. Und dann ist es Montag und du sagst, ah, damn, es braucht noch 3 Tage. So, dann machst du noch mal 3 Tage richtig Vollgas und merkst dann so, ah, okay, fast geschafft. Machst noch mal 3 Tage, es ist dann irgendwie schon wieder Montag und du merkst, es war alles für den Arsch, weil es doch nicht die Lösung war. Und wenn das vielleicht nicht nur eine Woche so geht, sondern vielleicht sogar 3 Monate und du in den 3 Monaten vielleicht 60.000 Euro darin investierst und jeden Tag, Stunden deiner Arbeit, dann ist das scheiße. Und das ist so oder so ähnlich nicht nur einmal passiert, weil du auf unbekanntem Terrain quasi dich natürlich immer nur über Raten mehr oder weniger über was halten kannst. Du hast einfach Guesswork, wie man auch gerne sagt. Du arbeitest aufgrund von dem, was du vermutest, aber eine Vermutung deckt sich halt nicht mit der Realität, ganz besonders nicht 100%. Und deswegen habe ich da zum Beispiel im Frühling dieses Jahres ich da einigen Trouble gehabt mit Flirt-Profis, weil wir einfach zu viel auf die Marketing-Drüse gedrückt haben. Sagt man Drüse? Tube? Tube trifft es. Ja, Tube, Drüse ist gut. Weil wir einfach gemerkt haben, okay, das, was wir machen, hilft den Leuten. Und wir möchten gern mehr Leute dabei haben. Wir möchten damit auch mehr natürlich Geld umsetzen. Wir möchten einfach, dass es noch größer wird alles auch. Und haben dann Fokus darauf gelegt, wie wir mehr Marketing machen können. Das Problem war, das wurde halt alles nur noch Marketing. So, und dann haben die Leute halt gesagt, hey, was macht ihr denn? Das ist ja richtig alles voller Marketing gerade. Und da gab es den einen oder anderen, vielleicht auch schon in eurem Podcast, der sowas Ähnliches auch schon erlebt hat. Und das war schwer. So, und da dann erstmal wieder zurückzukommen, das Vertrauen in die Marke wieder aufzubauen, das war nicht geschenkt, sondern das war auch wieder dann ein Kampf. Und dafür, wir haben quasi versucht, alles besser zu machen, haben es schlechter gemacht, haben auf dem Weg, wo alles dann besser werden, also das Schlechte aufzufangen und wieder besser zu machen, haben wir es noch schlechter gemacht. Wir standen davor zu sagen, so holy fuck, jetzt ist echt alles kacke. Haben aber dann die Kurve gekriegt, indem wir gesagt haben, gut, wir schneiden das Marketing einfach raus und machen einfach das wieder, was wir am besten können. Und das ist halt einfach den Leuten zu helfen. Ja. Und das ist auch so krass gut, dass es passiert ist, weil ich habe da einfach sagen wir mal, davon hätte man sich einige Autos kaufen können, habe ich ordentlich Geld investiert, darin dieses Learning zu haben. Und das ist gut. Ja? Also klar, in dem Moment tut es weh, in dem Moment ist scheiße, aber für den Rest meines Lebens werde ich nur noch Sachen machen, die so hochwertig sind, die Menschen so viel helfen,
einfach kostenlos alles rausschicken und es kommt zurück. Ich weiß es. Ja. Ich weiß es. Und das ist einfach der volle... Gesetz der Anziehung. Genau. Es geht nicht mehr darum, Geld zu machen. Gar nicht mehr. Es geht nur noch darum, wie können wir richtig viel Value liefern. Und das Geile ist, dass meine Teams auch und egal wer das ist, also es betrifft jeden, alle sagen halt immer, hey, noch mehr Value. Guck mal, das könnte schon wieder ein bisschen zu viel Marketing sein. Fahren wir das runter, machen wir lieber noch mehr Wert geben. Ja. Und das passiert zurzeit. Und das Spannende ist, es ist halt nicht das, wie man denkt normalerweise. Mhm. Also das ist entgegen des Instinktes, den man hat. Ja, lieber Geld, Umsatz machen. Ja. Und spannenderweise ist aber dieser Fokus weg vom Geld das, was tatsächlich aber mehr Geld bringt am Ende. Ich denke auch, Geld ist ja auch so, der Return ist ja die Leistung, die du in die Wirtschaft eingebracht hast, kommt ja das Geld zurück. Richtig. Wenn du so willst. Was mich momentan total beschäftigt, ist, dass wir ein System gefunden haben über Persönlichkeitstypen. Und das ist nicht von mir, sondern das ist von einem meiner Mentoren. Und das ist der absolute Wahnsinn. Das fasziniert mich komplett, weil ich hatte ja gesagt, ich habe damals nicht ins System gepasst. Ja. Und das liegt eben daran, dass das System für bestimmte Persönlichkeitstypen ausgelegt ist. Das merkt man gar nicht, wenn man nicht dieser Persönlichkeitstyp ist. Oder andersrum, wenn man dieser Persönlichkeitstyp ist, weil für den funktioniert es ja. Man hat ja. Und der klassische Typ, der in der Schule funktioniert, ist introvertiert und strukturiert. Genau. Wer das nicht ist, hat nicht keine Chance in der Schule. Für den kann Schule immer noch gut funktionieren, kann immer noch ein Einserschüler sein. Aber die anderen sind, sagen wir mal, bevorteiligt, haben es oft besser. Weil, wenn man introvertiert, aber nicht schüchtern ist, meldet man sich, man macht aber auch immer seine Hausaufgaben sauber und man ist eben dabei, man kann gut Checklisten abarbeiten. Und Schule sind Checklisten. Absolut. Also schreib Aufgabe 1, schreib Aufgabe 2, dann übersetzt dies oder das. Und es sind immer Checklisten, die du abarbeitest, quasi Hausaufgaben. Ich meine, es fängt schon da an, wie man sich Hausaufgaben aufschreibt, oder? Sind einfach Stichpunkte, die man abarbeitet dann. Und das hat für mich nie funktioniert. Ich war immer gut darin, Listen zu machen, aber extrem schlecht darin, Listen abzuarbeiten. Und deswegen, was ich heute verstanden habe, ist, dass ich ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil habe und ich muss mir dann einfach Systeme entwickeln, die für mich selber funktionieren. Oder es gibt auch einige Systeme da draußen, die für mich funktionieren würden, aber das sind sehr wenige und sehr bestimmte auch. Und das ist okay. Ne? Ja. Aber dieses Wissen über Persönlichkeitstypen, das ist ganz wichtig, dass ich das anderen mitgebe. Ich meine, bist du introvertiert oder extrovertiert? Was würdest du sagen? Grundsätzlich wahrscheinlich extrovertiert. Mhm. Auch in der Farbenlehre würde man sagen gelb. Mhm. Gelb, grün, rot bin ich. Mhm. Blau überhaupt nicht. Mhm. Also blau ist so der Zahlen-Daten-Fakten-Mensch. Mhm. Gelb ist so der Extrovertierte. Grün ist so der Harmoniebedürftige, der ins Team passt, der alle unterstützt. Genau, und rot ist so der, sag ich mal, Chef. Der Ego-Typ, der Chef, der sagt, heute machen wir Umsatz. Ja. Genau. Das ist spannend, weil das deckt sich auch, die Farbenlehre deckt sich genauso wie der Myers-Briggs-Test, genauso wie Carl Jung damals, als der damals Tests festgelegt oder ein bestimmtes System festgelegt hat. Es deckt sich alles mit etwas, was ich in nächster Zeit rausbringen werde, wo wir eben auch diese Persönlichkeitsprofile aufdecken werden. Da wird es auch in meinen Social Media ein bisschen was dazu geben, wenn Wahnsinn, das jemand sehen oder lesen will oder sowas, einfach mal Manuel Gonzalez eingeben. Geil, packen wir in die Shownotes mit rein. Cool, ja, also einfach auf YouTube oder sowas. Sehr, da sehr geil, das ist wahnsinnig interessantes Thema. Das Spannendste ist eigentlich, vor allem, wenn du sagst, du hast halt eben keine blaue Energie, sondern die komplett gelbe Energie. Und das ist ja in der Farbenlehre schon offensichtlich, dass das der Spaßtyp ist. Ja. Du bist auch jemand, der extrem gut socializen kann, aber du bist jemand, hinter dem man eher aufräumt, als jemand, der hinter anderen aufräumt. Da lacht gerade jemand im Raum, weil er genau weiß, dass es so ist. Absolut. Und das ist sehr spannend. Und so gibt es eben bestimmte natürlich Merkmale, Muster, woran du erkennst, was bist du für ein Typ, wie sieht dein Tagesablauf aus. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht Michael Csikszentmihalyi kennt, schon mal gehört von dem. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Flow. Flow ist, ich formuliere es mal so, wenn du einen Fisch danach beurteilst, wie er einen Baum hochklettert, wird der Fisch für immer denken, dass er dumm ist. Ja. Aber wenn du den Fisch dann ins Wasser setzt, dann wird er schnell davon schwimmen und alles andere einholen und überholen. Und du musst herausfinden, bist du ein Fisch oder ein Vogel oder bist du vielleicht ein Äffchen oder eine Katze oder was bist du? Aber du bist nicht der gleiche wie alle anderen da draußen, sondern du bist ein ganz bestimmter Typ. Und dieser ganz bestimmte Typ, wenn du herausgefunden hast, was du bist und wer du bist, dann kannst du fliegen. Und ich sage mal, wenn du einfach versuchst, als unstrukturierter Mensch Aufgaben zu übernehmen, die strukturiert sind, dann wirst du jeden Tag den Teufel sehen. Aber wenn du als jemand extrovertiert ist, der gerne im Mittelpunkt steht, auf die Bühne gehst und Reden hältst, dann wirst du viel Spaß haben wahrscheinlich. Und so ist es einfach wichtig und das ist einfach noch neu für uns. Wir kennen das in unserer Gesellschaft nicht. Es gibt schon seit über 100 Jahren Persönlichkeitsprofile, aber sie sind nicht so vertreten.
Es gibt sogar in der chinesischen Kultur schon seit tausenden Jahren. Zum Beispiel Feuer, Wasser, Erde. Es gibt verschiedene Elemente, mit denen man Menschen beschreibt auch. Und das ist alles keine neue Sache, sondern das gibt's schon sehr lange und es wird immer mehr bewiesen durch entsprechende Studien, durch die moderne Psychologie. Und das ist total spannend. Deswegen, weil wenn du zum Beispiel mal schaust, dass ein Steve Jobs und ein Elon Musk sich ein Profil teilen, ein Persönlichkeitsprofil, und dann mal schaust, wie die sich verhalten haben, dann wirst du merken, die sind sich verdammt ähnlich gewesen. Ja. Beziehungsweise Elon Musk ist ja immer noch. Mhm, noch. Ja. Ja. Und so ist zum Beispiel auch Oprah Winfrey, genauso ein Typ wie Steve Ballmer. Heißt er Steve Ballmer? Ich bin nicht ganz sicher, von Microsoft. Der aktuelle oder ehemalige CEO, kennt ihr den? Der Typ ist das Extrovertierteste, was es gibt. Ja? Aber Oprah Winfrey genauso. Oder? Brutal, brutal. Ja. Und genau dieser dieses Self-Amusement, was die Leute damit bringen in dem Moment, das ist der absolute Wahnsinn. Die decken auch sich ein Persönlichkeitsprofil. Und so gibt's eben immer wieder dass bestimmte Personen auf eine bestimmte Art und Weise immer wieder sich verhalten. Also kann das doch kein Zufall sein. Sondern, und das ist eben das, was da inzwischen sehr definitiv rausgefunden wurde, es sind einfach Persönlichkeitsprofile. Das ist auch das, wie ich funktioniere. Ich stelle bestimmte Persönlichkeitsprofile ein, andere gar nicht, weil ich weiß, die einen ergänzen sich mit mir, die anderen nicht. Die größte Frage, die ich mir eigentlich immer stelle, ist, ich bin selber jemand, der sehr viel Wert auf Ordnung legt, aber gleichzeitig bin ich nicht so gut darin, das umzusetzen. Ich bin jemand, der besser darin ist, auch. Ja. Das kenne ich. Pass auf, dann frage ich dich auch mal an der Stelle, bist du jemand, der besser darin ist, neue Dinge anzufangen oder alte Dinge zu beenden? Anzufangen. Okay, habe ich mir gedacht. Alles klar. Und bist du jemanden, pass auf, das reicht eigentlich schon voll und ganz, ja? Ich brauche nicht mehr dazu sagen, ich habe schon eine relativ genaue Idee, was dein Persönlichkeitsprofil voraussichtlich ist. Aber ich gehe jetzt auch nicht nochmal genauer darauf ein, sondern das Wesentliche ist, in meiner Situation ist es so, dass ich jetzt hier nur Leute einstellen kann, die das Gegenteil von sich behaupten. Die besser darin sind, Dinge zu Ende zu bringen, als neue anzufangen. Weil ich fange so gern so viele neue Dinge an, dass ich halt einfach Teams, ja, also nicht eine Hilfskraft oder so, sondern ich brauche Teams im Rücken, die mir den Rücken frei halten und dafür sorgen, dass die Dinge halt wirklich auch genauso und sauber durchgezogen werden. Weil alle 3 Wochen habe ich dann mal wieder einen Geistesblitz, dass ich da noch das Bestimmte irgendwie machen oder umsetzen oder sowas und dann komme ich immer ins Team und sage, hey, wie sieht das aus? Und die sagen, ja, wir haben da 3 Wochen dran gearbeitet. Und dann sage ich so, Gott sei Dank, dass jemand dran gedacht hat. So, und das ist so, wie das für mich funktioniert. Und das ist nicht gut oder schlecht. Impulsiv zu sein, nicht reinzupassen ins System oder auch reinzupassen ins System. Nichts davon ist gut oder schlecht. Man muss nur herausfinden, wie man funktioniert, weil dann kann man funktionieren. Und das ist das Wichtige. Und ich habe immer versucht, der Fisch zu sein, der den Baum hochklettert. Heute weiß ich, dass ich kein Fisch bin. So, und oder andersherum, dass ich vielleicht ein Fisch bin, aber nicht den Baum hochklettern sollte. Und deswegen kann ich halt meinen eigenen Weg gehen. Und das ist etwas, was unglaublich gut funktioniert für mich. Und dafür muss man aber, wie gesagt, sein Persönlichkeitsprofil kennen. Und das ist auch etwas, was ich in meiner Lehre sehr weit nach außen bringe, wo ich halt mit Leuten auch darüber rede, zum Beispiel, wie sie ihre ersten 1.000 Euro nebenbei machen können. Weil das viele Leute denken, sie müssten unglaublich viele Dinge erreichen, um 1.000 Euro nebenbei machen zu können. Aber das Einzige, was ihnen wirklich fehlt, ist Wissen, dass sie umsetzen. Das sind die 2 Punkte, die fehlen. Das ist alles. Du brauchst keine Kunden, du brauchst keine Websites, du brauchst kein Kapital, du brauchst nichts. Du brauchst Wissen und du musst es umsetzen. Ein kleines Beispiel dafür ist, wenn du weißt, dass dein Nachbar auf der linken Seite unheimlich gern Pokémon-Karten verkauft oder der hat viele Pokémon-Karten und sammelt die. Und dein Nachbar auf der rechten Seite auch viele Pokémon-Karten und sammelt die auch. Aber die kennen sich nicht. Dann sprichst du mit dem auf der rechten Seite und der sagt, er hätte gerne Pikachu. Und dann sprichst du mit dem auf der linken Seite und der sagt, er hätte gerne Glurak. Und dann gehst du zu dem anderen und sagst, ey, ich habe Pikachu gefunden und du kannst es haben für 300 Euro. Und dann gehst du zurück zu dem, kaufst ihm das für 250 ab, gibst es für 300 weiter. Und mit Glurak machst du es auf der anderen Seite genauso. Und schon hast du Geld gemacht. Das heißt, deine Aufgabe ist es nicht, etwas Bestimmtes zu machen, wie jetzt irgendwie Online-Marketing oder Immobilien oder Aktien oder was auch immer, sondern deine Aufgabe ist herauszufinden, wie du funktionierst als Mensch, wenn du dein Persönlichkeitsprofil kennengelernt hast, dann kannst du das wiederum verwenden, um dein Thema zu nutzen und mit deinem Thema Geld zu machen. Ein Beispiel, wir sehen das jetzt hier gerade, das sieht sonst gerade leider keiner, aber das werde ich auch demnächst noch veröffentlichen, wir sind da gerade in der Finalisierung. Du hast ganz links, das ist ein Business-Fahrplan. Der hat's richtig mächtig in sich, denn du siehst oben, es gibt 8 Persönlichkeitstypen, die in 4 Kategorien sortiert sind und dann kommt das Thema. Ein Beispiel ist, wenn jetzt jemand, der PPC betreibt, ja, Online-Marketing macht allgemein, ja, Pay-per-Click-Advertising zum Beispiel, dann kann es ja sein, dass es jemand ist, der introvertiert oder extrovertiert ist. Du wirst mit PPC nicht so viel Spaß haben, weil es sehr zahlenorientiert ist. Aber du könntest dafür umso mehr Spaß haben, damit eine coole, sexy Website aufzubauen, die konvertiert.
könnte. Und jemand anderes wiederum ist vielleicht sehr introvertiert und hat gar keinen Bock, irgendwo jetzt schöne Sachen zu machen, sondern will Sachen machen, die funktionieren und nach Zahlen arbeiten. Und dann würdet ihr beide euch ergänzen. Aber ihr habt vor allem auch zwei komplett unterschiedliche Wege, Online-Marketing zu machen. Weil du müsstest jemanden einstellen, der zahlengetrieben ist, und er müsste jemanden einstellen, der entsprechend eher kreativ ist. Ja. Und das, was dann passiert, ist dadurch, dass du dein Persönlichkeitsprofil kennst, dadurch, dass du dein Thema hast, also ich will gern Immobilien machen, ich will gern Aktien machen, ich will gern Network-Marketing machen, ich will gern PPC oder FBA oder was auch immer machen. Ja? Dadurch, dass du diese beiden Sachen kennst, kannst du dein Team aufbauen. Und dann weißt du, ich brauche 1, 2, 3, 4 Leute, 10 Leute, 100 Leute, whatever. Und kannst dann, siehst du im nächsten Schritt, ja, du verbindest es quasi, kannst dir vorstellen, wie wenn du mit so einem Bleistift einfach von oben da runter fährst und ein Element mit dem nächsten verbindest, dann musst du überlegen, wie du Aufmerksamkeit kriegst und so weiter. Und das sieht gerade ein bisschen komplex aus, aber das ist nichts anderes, als wenn du deinen Nachbarn Pokémon-Karten verkaufst, weil du bist Persönlichkeitsprofil, vielleicht extrovertiert, kann gut reden, dann ist dein Thema Pokémon-Karten verkaufen, du bist allein im Team, deine Aufmerksamkeit generierst du, weil du den linken und rechten Nachbarn irgendwann mal im Hausflur gesehen hast, dann machst du ein Kundenbeziehungsmanagement, das machst du, indem du bei jedem einmal klingelst und ein Kuchenstück vorbeibringst, und am Ende des Tages monetarisierst du das Wissen, was du hast, nämlich, dass der eine Glurak will, der andere Pikachu, indem du die Karten kaufst und verkaufst wieder, und dann kannst du vielleicht noch einen Upsell hinten dran basteln, indem du sagst, ich zeig dir sogar, wo du noch viele mehr Karten herbekommst für nur 10.000 Euro, und dann stellst du die Nachbarn einander vor. So, und das ist halt, so kannst du halt ganz einfach das Geld machen, aber du musst halt Wissen haben und, Achtung, da ist der Punkt, das halt auch wirklich umsetzen. Und wenn du das Wissen und die Execution hast, dann hast du Erfolg. Boah, Wahnsinn. Also da sieht man jemanden, der wirklich Wissen hat. Das ist Wahnsinn. Also die Thematik ist, glaube ich, für jeden wahnsinnig spannend. Das ist auch dieses Facebook-Bild, das auch so viral gegangen ist, mit diesen vier Tierarten. Man sagt, ja, klettert jeder darf den Baum hochklettern. Also so ein Fisch, so ein Affe. Und das ist ja im Schulsystem genauso. Ja. Ich kann mich da gerade wahnsinnig mit dir identifizieren, weil ich habe auch nicht ins Schulsystem gepasst. Hm. Ich habe auch duales Programm dann abgebrochen, haben alle wunderbar reingepasst, aber ich nicht. Ja. Und habe jetzt aber auch absolut mein Ding gefunden. Ich hatte jetzt vorgestern einen Workshop mit meinem eigenen Team. Das war unglaublich für mich, das ist genau mein Ding. Geil. Und ich bin halt nicht der so die Zahlen, Daten, Fakten macht, aber ich habe jetzt auch meins gefunden. Also die Thematik ist wirklich wahnsinnig spannend. Ja. Dem Charakteranalyse. Ja, wie gesagt, super. Wenn du mehr dazu wissen willst, komm einfach mal vorbei auf meinen Social Medias, da rede ich sehr regelmäßig darüber. Und Wahnsinn, so in circa ein, zwei Monaten sind wir fertig mit allem. Wir werden den dann Persönlichkeitstest, der es echt krass in sich hat, mit Persönlichkeitsprofilen hinten dran veröffentlichen. Und das Spannende ist halt, das ist Schritt eins, wie gesagt, darin, 1.000 Euro nebenbei zu machen. Weil 1.000 Euro nebenbei sind halt super leicht gemacht. Du hättest schon mit jemandem zum Beispiel, wenn du sagst, ich coache den für 3 Monate, jeden Monat oder jede Woche eine Stunde und in etwas, was ich besser kann als er, Tischtennis, was auch immer. Und wenn du es dem auch noch gut verkaufen kannst, könntest du vielleicht für 3 Monate einen Deal für 1.000 Euro fertig machen. Schon hast du mit etwas, womit du eine Stunde Arbeit in der Woche hast, also es ist wirklich mehr nebenbei geht nicht mehr. Ja? Das ist etwas, womit du sofort 1.000 Euro gemacht hast, nebenbei. So, und das ist halt ein Punkt, und das ist halt alles ziemlich einfach. Heute in der Zeit des Internets umso einfacher nochmal. Aber wenn du das Wissen hast und das umsetzen kannst halt auch wirklich und es auch tust. Und dafür ist es halt wichtig, alles zu verstehen, sich als Persönlichkeitsprofil, das Unternehmertum und so weiter. Und wie gesagt, da kommst du mal bei meinen Social Media vorbei, guckst mal rein, wenn dir das gefällt, bleibst du da, lässt mir ein Abo, Like oder was es sonst noch alles gibt. Es gibt zu viele Social Media, ne? Das ist ja unglaublich. Und schickst mir mal einen Snap. Sehr cool, Wahnsinn. Okay. Also das ist echt stark. Du, jetzt würde mich natürlich interessieren, du hast so viel über deine Geschichte gesprochen, was du machst, was dich antreibt. Mal deine Big Five. Ich weiß nicht, kennst du das Buch von John Strelacki? Bin nicht 100% sicher. Ich glaube, ich habe es nicht gelesen. Ne? Kein Problem. Der über so deine Big Five schreibt. Das sind einfach die 5 Dinge, die du in deinem Leben getan und erlebt haben möchtest. Also angenommen, das Leben ist ein Spiel. Welche 5 Dinge müsstest du tun, damit du das Spiel gewinnst? Okay. Also ich glaube daran, dass wir die ersten Generationen sind, die es tatsächlich schaffen können, unsterblich zu werden. Und zwar liegt es daran, dass es eine exponentielle Entwicklung in sowohl den medizinischen Feldern gibt, als auch, und das ist viel spannender, der künstlichen Intelligenz. Mhm. Die künstliche Intelligenz, das ist deswegen so krass, weil wir eine Intelligenz im Prinzip programmieren können, die so intelligent ist, dass wir ihr alle Fragen stellen können und sie uns diese Fragen komplett beantworten kann. Und wir können das uns nur deswegen gerade nicht vorstellen, weil der Mensch das Intelligenteste ist, was es gibt. Aber der Mensch hat ein Gehirn und das ist begrenzt auf die Größe des Kopfes. Und wenn das Gehirn nicht mehr intelligenter werden kann, weil wir das erstens Gehirn komplett ausgeschöpft haben und zweitens dann vielleicht auch noch alle Menschengehirne irgendwie miteinander verbunden haben, über das Internet zum Beispiel oder was auch immer, dann ist die Frage, mehr gibt's da gar nicht, mehr kann man sich gar nicht vorstellen. Aber nur weil es uns nicht vorstellen können, heißt das nicht, dass es das nicht gibt.
Und nur weil wir auf einem Planeten leben, heißt das nicht, dass es nicht da draußen irgendwelche Lebewesen gibt, die auf 100 Planeten rumhüpfen oder auf Tausenden. Ja, also das ist unglaublich, wie groß das Internet, das Weltall ist. Und deswegen, das ist das Wesentliche eigentlich. Wir können womöglich innerhalb, man, die Experten setzen das an auf 2045 circa, das ist die Singularität, das heißt, eine Singularität ist ein alles veränderndes Event, wonach andere Regeln gelten als vorher. Und das bedeutet, dass wir eventuell dadurch, durch die künstliche Intelligenz, die Rechenleistung der Computer dann und durch alle wissenschaftlichen Errungenschaften, wir es schaffen, unendlich zu leben. Und dazu gehört für mich, dass ich 1 Milliarde Euro oder Dollar, muss man mal gucken, so groß ist der Unterschied Euro-Dollar jetzt gerade noch nicht, dass man sich unbedingt entscheiden müsste, was von beiden, aber diese Größenordnung, dass ich die nicht nur umsetze, sondern insofern als Gewinn generiere, dass ich sie investieren kann in die Forschung, in künstliche Intelligenz, in Medizin, um dem zu nutzen, dass der Mensch tatsächlich unsterblich wird auch. Und das ist auf jeden Fall eines der, lass uns gar nicht drum herum, das ist das Nummer 1 Ding, das ist Platz 1 bis 5. Okay, krass. Boah, wahnsinniges Thema. Also da reden ja ganz viele momentan über diese künstliche Intelligenz, dieses mit den Virtual Reality Brillen, also da kommt ja immer mehr. Ja, das ist der Wahnsinn. Und wir stehen, und das ist das Krasse, wir stehen erst am Anfang. Ne? Also ja, wenn du dir mal überlegst, das Handy war vor 20 Jahren ein riesiger Klotz, den man mit dem Auto transportieren musste, gefühlt. Ja. Und es ist inzwischen so klein, das gibt's gar nicht, wie klein das eigentlich ist. Ja. Ne? Und was da in so ein Handy reinpasst, auch heutzutage. Und auch das, die stark. Entwicklung wird noch viel weitergehen. Sehr cool. Bist du bereit für eine kurze Q&A? Einfach kurze Fragen mit möglichst kurzen Antworten für maximalen Wert. Manu, macht sich Geld glücklich? Wie wichtig ist der Geld? Wenn es fehlt, macht es unglücklich. Wenn es da ist, macht es nicht glücklich. Okay. Boah, wahnsinnige Antwort. Hast du ein Vorbild? Ich glaube nicht an Vorbilder, ich glaube an Leitbilder. Ich glaube, dass jeder Mensch gut und schlecht ist. Und ich glaube, dass man sich die guten Seiten der Leute als Leitbild nehmen sollte und die schlechten Seiten der Leute entsprechend nicht. Okay. Hast du, oder was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Von einem Mentoren damals, als ich mich dafür entschlossen hatte, gleichzeitig mein Unternehmen weiter zu verfolgen und mich woanders zu bewerben. Mhm. Nicht zu bewerben, sondern zu diesem Testtag hinzugehen. Und er meinte, probier mal den Testtag aus und wenn es nicht funktioniert, dann hast du ja eine Klarheit. Mhm. Und da bin ich da halt nach einer Minute rausgeflogen. Und dann war das mehr als klar. Das war ein ziemlich guter Tipp. Ja, sehr hat für cool. mich funktioniert, ne? Sonst säße ich heute nicht aber so. Aber ganz mehr. Ehrlich, es soll so sein. Ich denke auch, es passiert nichts ohne Grund. Es gibt keinen Zufall in meinen Augen. Ja. Und es soll alles so sein, wie es jetzt ist. Ja. Im Englischen sagt man auch ganz gern, things don't happen to you, things happen for you. Also die Dinge, die Welt passiert nice. Für dich. Sehr geil. Welches Buch würdest du deinem besten Freund empfehlen? Zu viele. Wenn ich für eins entscheiden müsstest? Lass uns... Na, es ist schwer, es kommt immer drauf. Also ich finde die Buchfrage deswegen schwer, weil es immer schwer ist, was man erreichen will. Mhm. Das hängt ja immer von Person zu Person ab und wo man sich befindet. Wenn jemand komplett einsteigen will in das Thema Persönlichkeitsentwicklung überhaupt, dann Awaken the Giant Within, also das Robbins Power Prinzip auf Deutsch. Wenn jemand schon länger drin ist und sich generell für Unternehmertum interessiert, Profit First von Mike, wow, mir fällt der Name nicht ein. Und was auch für Unternehmer sehr spannend ist, ist der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ist ein ganz, ganz geiles Buch von Stefan Mehrath. Also sehr, 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 sehr geiles Buch. Und wenn jemand sich für Persönlichkeit und Persönlichkeitsprofile interessiert, dann The Millionaire Masterplan von Roger James Hamilton. Aber damit würde ich dann mit dem Bestellen nochmal für ein halbes Jahr oder so warten, weil spätestens dann kommt meine deutsche Übersetzung auf dem deutschen Markt raus. Und wir haben schon alle Lizenzen und sowas dafür eingekauft. Und jetzt geht's nur noch darum, das zu finalisieren alles. Stark. Wunderbar. Hast du irgendwie einen Lieblingssong? Irgendwie, was du beim Arbeiten hast, was dich motiviert, was dich... Es ist so lustig, ne? Weil ich höre halt, wenn ich arbeite, Psychedelic Trance oder so richtig harte, düstere Techno-Musik. So okay. So, es ist wie so Kriegstrommeln, so mein Büro. Es sind jetzt gerade nicht so viele Leute da, aber die können das... Christine lacht, weil sie kann bestätigen... Sehr cool. Die kann bestätigen, dass hier auch mal an einem Donnerstagabend irgendwie um 23 Uhr, wo auch gern echt immer noch Leute da sind, irgendwie die Anlage aufgedreht ist und dann halt richtig die ganze Location beschallt wird und wir halt wie mit Kriegstrommeln in die Nacht hineinarbeiten. Geil. Also das ist schon krass. Ansonsten privat auch manchmal sowas, aber vielleicht der absolute Lieblingssong
Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. Mhm. Dicht gefolgt von Nothing Else Matters von Metallica. Volltreffer. Mhm. Geil. Ja, und dann gibt's halt noch so ein, zwei Haussegel-Songs, die ich auch ganz geil finde. Aber die beiden, wenn ich die irgendwo höre, bin ich direkt so, nice. Geil. Nice. Der Gelbe. Der Extrovertierte. Ja. Sehr cool. Kann man so sagen. Wie schaffst du es immer wieder aufzustehen? Gibt's da so, hast du da irgendwie so eine Grundregel oder eine Formel oder irgendwas, was sich wiederholt? Ja, die meisten Menschen fragen sich, wie sie es schaffen, nicht mehr schlecht gelaunt zu sein, nicht mehr einen schlechten Tag zu haben, sich nicht mehr schlecht zu fühlen. Und der einfachste Weg ist einfach aufzuhören, das nicht mehr zu wollen, sondern anzufangen, das zu akzeptieren. Also wenn ich einen schlechten Tag habe, dann sage ich, hopp, ist halt ein schlechter Tag. Also fuck it, fühlt sich nicht gut an, macht keinen Spaß, kannst du nicht ändern, nimmst du einfach so hin, wie es ist. Und was dann passiert, ist halt das Mächtige. Schmerz und Leid sind zwei unterschiedliche Dinge. Schmerz ist, wenn du die Hand auf die Herdplatte tust. Leid ist, wenn du nicht damit einverstanden bist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mönch bin, ein buddhistischer Mönch oder sowas, und mir irgendwie eine Klinge durch die Hand stecke oder sowas, und dann damit einverstanden bin, dass es wehtut, dass der Schmerz da ist, leide ich nicht. Dann ist es okay, dann ist es nur Schmerz. Aber wenn ich das nicht will, wenn ich damit nicht einverstanden bin, dann leide ich. Und einen schlechten Tag nicht haben zu wollen, führt dazu, dass man leidet. Einen schlechten Tag zu akzeptieren, führt dazu, dass man einen entspannten Tag hat. Boah, geil. Schreibt sich das auf, hört sich das nochmal an. Richtig stark. Wenn du das mitnimmst und dann vielleicht auch mal eine schlechte Woche oder sowas, ist auch okay. Einfach proaktiv bleiben, einfach die Dinge angehen. Vielleicht auch weniger als an einem guten Tag, aber trotzdem proaktiv bleiben, was dafür tun, dass es besser wird. Aber auch einfach damit einverstanden sein, dass es nicht so ist. Mal so loslassen. Genau. Mal den Ist-Zustand akzeptieren. Genau. Dann weiter schon. Geil. Was kommt in der Zukunft von dir, Manu? Was? Viel Unfug. Viel Unfug. Am liebsten, ja. Aber vor allem werden wir jetzt den Businessfahrplan einmal nochmal ein bisschen an die größere Glocke hängen, weil wir gemerkt haben, es gibt einfach bestimmte Level, ja, wo man immer wieder hängen bleibt. Also egal, wen ich im Mentoring hatte, egal, mit wem ich irgendwo mal gesprochen habe als Unternehmer, es gibt immer wieder bestimmte Engpässe, die immer wieder kommen, wo einfach 90% ausgesiebt werden, weil sie die Lösung nicht finden. Und wir möchten dafür sorgen, dass eben dieses Aussieben so nicht mehr passiert, weil wir die Lösung halt vorher schon bereitstellen. Und dann hast du quasi wirklich ein Blatt vor dir, wo du einen Fahrplan aufgemalt hast, wie bei Google Maps oder so. Ja. Und siehst, okay, da links abbiegen, da rechts abbiegen. Und zwar ist es halt nicht der eine Plan für alle, sondern bedingt durch die Persönlichkeitsprofile, bedingt dadurch, dass ich einfach nicht daran glaube, ein System zu nehmen, in Leute reinzuquetschen, sondern ich möchte es andersrum machen. Ich möchte Leute nehmen und ihnen Systeme anbieten, aus denen sie wählen können, um dann ihr eigenes System zu schaffen, das für sie funktioniert. Und das funktioniert halt dann auch garantiert. Weil wenn du einfach alles beachtest, was es zu beachten gibt und dann das Wissen umsetzt, wie soll das schiefgehen? Und genau das ist halt unser Plan, deswegen dieser Business-Fahrplan, den werden wir viel in die Öffentlichkeit bringen, die Persönlichkeitstypen werden wir viel in die Öffentlichkeit bringen. Nächstes Jahr geht eine Restaurantkette an den Start, ich möchte das Ding größer, und das ist jetzt auch immer, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, solche Sachen zu sagen, weil das wirkt so ein bisschen fast schon großkotzig, habe ich das Gefühl, aber ich möchte gerne etwas an den Tag legen, etwas an den Start bringen, was so die Größenordnung Starbucks hat auch. Und nicht, weil ich Starbucks nicht gut finde oder sowas, sondern ich habe auch viel von Howard Schultz, dem CEO und Mitinhaber von Starbucks, gelernt auch. Auch weil er einen ähnlichen Persönlichkeitstypen hat wie ich. Ja. Und das, was ich aber sehe, ist einfach, dass es fehlt, dass das etwas gibt, was diese Restaurant- und gesunde Leben, Gesundlebensache und so weiter, das alles komplett definiert weltweit. Also stell dir vor, es gäbe Starbucks, aber die hätten nur noch geile Sachen, die halt keinen Zucker haben, die halt kein Mehl haben, die halt kein irgendwie gequältes Tier drin haben, die halt nur krass hochwertige Sachen haben. Und jetzt wird's halt spannend. Dadurch, dass man lukrative Systeme hinten dran baut, sind diese Nahrungsmittel nicht teuer, sondern günstiger als Starbucks. Boah, geil. Also Gesundheit für jeden. Das plus ultra. Ja. Genau, und das machen wir. Und wir wissen schon, wie wir es machen. Nur sind wir noch dabei, jetzt verschiedene Sachen in den Konzepten so auszuarbeiten, dass die halt absolut geil sind, 100% geil sind, und dann geht's in die erste Investorenrunde und da werden wir dann einiges an Geld zusammenholen. Boah, stark. Herzlichen Dank für die ganze Geschichte, für den ganzen Content, den du heute gebracht hast. Das war wirklich großartig. Hast du noch so einen letzten Tipp, so ein Takeaway für die ganze MMC-Squad? Du sagst, hey, das noch so auf dem Weg zu mitnehmen. Hol dir einen Mentoren oder viele und zahl im Zweifelsfall einfach viel Geld dafür. Was mich in meinem Leben am meisten weitergebracht hat, waren nicht viele Menschen, sondern ein paar wenige. Und die habe ich entweder bezahlt oder nicht. Aber egal, was ich mit denen, ob ich die bezahlt habe oder nicht, das waren die Leute, von denen ich halt wirklich, du kannst dir Entwicklung vorstellen wie eine Treppe. Es geht nicht geradlinig nach oben, sondern in Stufen.
Und jede Stufe hat auch in sich ein Plateau. Das heißt, es geht nicht nur einmal steil nach oben, sondern danach auch erstmal lange nicht. Und jedes Mal, wenn ich einen extremen Sprung nach oben gemacht habe, lag das daran, dass ich von einem Mentoren was gelernt habe, was ich umgesetzt habe. Und deswegen das Krasseste, was du machen kannst, sind Mentoren. Hol dir jemanden, der mit dir die Treppe hochgeht. Boah, wahnsinnig geil. Herzlichen Dank. Also wirklich im Namen der kompletten Community, war richtig stark mit dir heute. Voll gern. Sehr cool, hat viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Freut mich, cool, dass ich da sein durfte. Und wir sehen uns dann einfach auf meinen Social Media wieder. Absolut. Thank you for spending your time with our MMC Squad. The surrounding that lets your personality grow. Take the next step. Become a major mind creator and join us on Facebook. Hell yeah. Have a great day and make a difference. Herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich will einfach nur noch kurz zwei, drei Dinge raushauen, die für die komplette MMC Squad essentiell sind. Zum Ersten ist es die Podcast-Bewertung. Wenn dir das Ganze gefallen hat, wäre es unglaublich, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, auch mit einem Kommentar. Ich lese sie alle, es freut uns einfach wahnsinnig. Einfach extrem wichtig, damit der Podcast gefunden wird und wir wirklich noch mehr Menschen auf ihrem persönlichen Weg helfen können. Zum Zweiten, join us on Facebook, lass uns ein Like da, verfolg die Beiträge, da kommt richtig geiler Content und du bist immer up to date. Nur das Beste für dich. Ciao, Mann.